Moin und herzlich willkommen vom Caravan-Salon. Ich habe Mike getroffen. Mike, ganz kurz, wir sind hier bei Kempwerk. Kannst du ganz kurz 3-4 Sätze zu Kempwerk überhaupt sagen, wer Kempwerk nicht kennt? Ja, sehr schön. Also Kempwerk, die Marke gibt es schon seit 14 Jahren. Ne? Wir fingen damals an, ganz klein und nützlich mit 7 Leuten. Jetzt sind wir über 55, muss ich mal sagen. Und wir sind stolz, dass wir es am Markt so stark uns etabliert haben. Und die Marke natürlich ein Logo geworden ist, was fast jeder in der Szene kennt. Ja, absolut. Ja. Spricht sich rum. Ja, ne? absolut. Ja, und ihr seid bekannt natürlich für, wir stehen ja schon davor, Dachzelte, genau, theoretisch. Dachzelte und natürlich auch im Nebeneffekt, natürlich als Haupteffekt eigentlich die Zeltanhänger. Also wir sind ja breit aufgestellt. Der Dachzelt-Hype ist natürlich letzten Jahre extrem breit und großartig geworden. Wir sind jetzt seit 14 Jahren schon dabei. Das heißt, wir konnten diesen ganzen Hype natürlich mittragen von der Base auf. Ja. Was glaubst du, warum ist der Trend so groß geworden bei Dachzelten? Der Trend ist so groß, weil die Leute eben Nischen gesucht haben. Klar, natürlich gab es einen Husten dazwischen, die Leute natürlich auch ein bisschen zum Dachdenken angeregt haben. Das darf man ja auch natürlich unterschätzen, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber die Grundidee ist natürlich, dass du aus jedem Kleinstwagen natürlich ein Wohnmobil machen kannst, was sich fast jeder leisten kann. Und das ist der Hintergrund. Genau, ja? Geld. Ja. Klar. Geld, klar, logisch mit. Ja, und man sieht es hier auch so ein bisschen. Ihr habt hier ein kleines Elektrofahrzeug ausgestellt, auch das, ne? Alles man kann drauf. Ja jetzt halt nicht mehr die Caravans durch die Gegend ziehen mit... Nein. Deswegen, genau. Ich sag ja mal auch vor unserem Produkte vom Polo bis zum Porsche, also völlig frei von allem, kleinst oder groß. Und natürlich die Elektro-Idee steckt natürlich auch im Hintergrund. Ne? Ja. Genau so. Ich habe gehört, ihr seid auf unterschiedlichen Events unterwegs. Ne? Ja. Unter anderem auch auf den Surf- und Kite-Events. Richtig, genau. Und jetzt kommt's. Ich bin ja Kitesurfer. Ne? Ja. Und ich war die ganze Zeit immer nicht so begeistert von Dachzelten, weil ich immer dachte, ach, na ja, mit Wind und Wetter. Wind ist ja eigentlich das, was wir lieben. Ja. So, aber im Dachzelt liebt man ja eigentlich nicht so gerne Wind. Es ist ja dann doch schon immer eine andere Geräuschkulisse. Absolut. Und ihr habt ja aber jetzt was entwickelt. Da stehen wir davor. Genau. Erzähl mal. Das ist für uns natürlich auch unsere neueste Attraktion, muss man sagen. Und gerade das, was du angesprochen hast, wir haben hier die Produktvorstellung auf der Messe genutzt. Und das ist natürlich das Besondere, weil Dachzelte, wie gesagt, gibt es ja schon Ewigkeiten. Aber die neue Innovation, das ist einzigartig bis jetzt, ist mal eine Hartschale. Ja. Ne? Und das ist das Besondere, dass du dementsprechend, wie du es gesagt hast, Wind und Wetter natürlich dementsprechend ganz außen vor bleiben, weil du hast dann die Möglichkeit, auch in kälteren Tagen, natürlich, wenn du Wärme brauchst, die anders zuzuführen, ohne dass sie gleich verpufft, sondern dementsprechend sich hält. Und natürlich durch die Idee, dass du auch eine spezielle Sandwich-Isolierung hier hast, auch dass nicht so extrem heiß wird, abgeführt. Und in dem Fall jetzt bei uns mit Belüftung, mit vielen Scheiben und Gläsern auch eine Durchlüftung garantieren kannst. Weil natürlich Kondensionswasser immer ein Thema im Zelt ist. Ja, ne? Immer, kann man auch nicht was. Ja. 100%. Oder im Auto auch. Genau, also Kondensat ist immer irgendwo eine Idee hin und her. Man hat es natürlich damit reduziert und minimiert, dass es nicht so auftritt. Aber wer sagt, es gibt gar nichts, das wäre am Leben vorbei. Ja, okay. Ne? Und du hast gesagt, zusätzliche Wärmequellen. Das heißt, ich könnte theoretisch mir einen Schlauch von der Standheizung hochlegen, absolut, um das Ding dann auch im Winter zu nutzen. Genau, ne? Das ist bei dem Produkt auch ganz interessant, nur wir machen auch viele schon, aber wir auch zu diesem Produkt. Gerade die Umbauten, Sprinter und hohe Fahrzeuge haben wir hier die Möglichkeit, das dementsprechend auch einen Durchgang zu gestalten. Ja, okay. Dass du also von unten nach oben, das als Zusatzkabine, gerade wenn Kinder an Bord sind und du hast nur einen Zweier-Sprinter, hast du da eine zusätzliche Schlafkabine, um das zu ergänzen oder auch weiter zu benutzen, ne? Und auch zu beheizen. Genau. Du hast, ich will jetzt nicht gehässig sein, ne? Du hast Einzigartigkeit gesagt, es gibt ja einen Vorreiter aus Las Vegas, Red Trail, glaube ich, heißen die oder so, die, ich glaube, für 24.000 Euro so ein Zelt anbieten mit allem Pipapo drin. Und da seid ihr jetzt weitaus günstiger. Ja, genau. Also wir starten hier mit knapp 7.700 Euro in der Richtung so ungefähr, in der kleineren, mit 8,6 bei der größeren Version. Ja. Ist natürlich ein bisschen weit weg von 24, aber hat dementsprechend keine schwächere Idee, sondern ist einfach nur, das Produkt wird anders umgesetzt. Ja. Also von daher passiert das. Okay, auf welche Autos kann ich das raufpacken? Also wie schwer ist das Ganze? Also du musst schon in der Basis mit 100 Kilo rechnen. Das heißt, es ist mehr für Transporter, für Busse, für größere Geländewagen natürlich. Ja. Also mit dem Golf Polo wird es diesmal nichts. Ja, okay. Ja. Von der Höhe bin ich dann eigentlich nur durch die Leiter begrenzt. Also richtig, ich kann bis 3 Meter. Genau, das ist also schon, da sind wir schon ziemlich groß im Sprinterbereich, die da zu 260, 280 liegen im Schnitt. Ja. Also mit 3 Metern bist du da auch auf der sicheren Seite. Ja, okay. Jetzt sehen wir es hier einmal aufgeklappt. Hier drunter ist es ja einmal geschlossen. Zusammen. Ne? Genau. Genau. Wenn ich drauf kloppe,
dann fühlt sich das auch sehr, sehr massiv und hart an. Was ist das denn? Du hast gesagt Sandwich-Material. Sandwich ist aus Alu und GFK, also wirklich hochwertige Kunststoffe dementsprechend. Also GFK ist ja nicht kein ABS, dieses Flatterzeug, sondern GFK ist ja Bootsbau. Dann diese Alu-Sandwich-Geschehnisse, die da eingepflegt werden sind. Und das macht natürlich diese massive Art aus. Ja, okay. Und natürlich dann entsprechend auch das Gewicht, aber damit muss man dann halt leben, dann hat man Stabilität. Ja. Wie schnell kann ich denn sowas abbauen oder wieder aufbauen? Und vor allen Dingen, wenn es mal regnet, ich sehe jetzt hier theoretisch natürlich auch die Möglichkeit, dass das Wasser hier reinlaufen kann. Kann das hier auch wieder ablaufen wie kann ich es zusammenklappen? Genau, also wir haben jetzt hier immer so kleine Aufbaugeschehnisse auf unseren Leinwänden oder Videos sonstiges. Aber sonst ist man in 3-4 Minuten hat man es auf und zugeklappt. Weil es ist ja nur das Reindrücken, das Zuziehen. Super einfach. Ja, okay. Aber du hast ja nichts Großes zu tun, als das Ding mal schnell runter. Hier sind Dämpfer drin, die praktisch das auch automatisch dann wieder hochdrücken. Die Wände werden einmal rausgedrückt und schon die Sache fertig. Das heißt, gehässig darf ich jetzt nicht fragen, ob du es uns mal vorführen kannst. Nein. Wir haben das alles jetzt so fest installiert, damit wir hier nicht... Und sag mal, bei Regen, wenn das hier jetzt reinregnet, es fühlt sich jetzt hier ja massiv drin an. Ja. Läuft das irgendwo wieder ab? Wir haben hier Auslaufskanäle, die das praktisch rauslaufen lassen und dann hast du immer safe. Und wenn ich zusammenklappe und hier die Außenwände sind nass, wie funktioniert das dann? Es ist die Außenwände, dementsprechend kommt da nie was innen rein. Das ist der Punkt. Das Wort weil ich die Wände nach innen klappe und dann wird innen auch nichts nass. Nichts nass, das ist wichtig. Ist ja bei unseren normalen Zelten auch. Ja. Es wird nie ein Innenwand, also Außenwand nach innen gedrückt. Ne? Ja, großartig. Ja. Grundsätzlich... Hast du gesagt, wie schnell zusammenbaubar ist? Hier ist jetzt eine relativ dünne Matratze drin. Kann ich hier auch eine etwas dickere noch reinlegen? Nein, also die wirkt dünn, aber wenn du das mal ausprobierst, die ist sehr komfortabel. Ja, okay. Also nicht nur ein bisschen, die ist sehr komfortabel. Und das ist für zwei Leute ausgelegt, ne? Ja, genau. Ne? 1,60 Breite, 2,30 Länge. Ja, okay. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hast du persönlich denn schon mal in diesem Zelt geschlafen? Nee, noch nicht. Das ist eben noch gerade jetzt wirklich für uns die Premiere gewesen. Ja, okay. Ich werde es demnächst erst auf meinem Fahrzeug bedienen. Also ich muss sagen, bin schon ganz heiß drauf, damit loszustarten, weil ich bin schon immer ewig Camper. Von daher habe ich jetzt immer das Skycam sonst in der Benutzung. Aber bin jetzt echt scharf auf das Ding bei mir raufzusetzen. Ja, absolut, absolut. Ich sehe hier nochmal so ein kleines Mückenschutz. Richtig, genau. Genau, das ist ja wichtig, überall ist Mückenschutz, damit du natürlich schon bei heißeren Wettertagen natürlich alles auflassen und die Viecher dich nicht. Genau, das wollte ich da gerade fragen. Also ich kann dann halt das innen zumachen und kann dann halt trotzdem mit geöffneten Türen schlafen, sodass ich da ein bisschen Durchlüftung kriege. Weil wenn man jetzt so reinguckt, habe ich zwar vorne ein Fenster, ne, was ich öffnen kann, und einen Ventilator, aber ich kann theoretisch auch noch die Seitenteile aufmachen, sodass ich es richtig schön luftig kriege. Volle Zirkulation, das ist sehr angenehm, ganz klar. Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Preis hattest du ja schon gesagt. Genau. Dachlast haben wir auch drüber gesprochen. Wie sieht das mit Lieferzeiten aus? Wo kriege ich es her? Ab Januar. Mhm, genau. Alles klar. Genau. Ja, also das wirkt schön kuschelig, ne? Also ich mag das mit den festen Wänden irgendwie. Das ist auch gut. Finde ich eine coole Lösung. Ich hatte erst Bedenken, dass das ein bisschen zu eingeengt ist, aber wenn man jetzt hier so, du sitzt ja noch ganz drin, ich nur so von außen, aber es sind genug Fenster und hier diese Außenwände, die Türen von beiden Seiten, die kann man auflassen, hier ist noch so ein Fliegengitter, also dass es auch nicht zu warm wird, du hast einen Ventilator, oben noch ein Fenster, was man öffnen kann und vom Platzangebot passt du da mit den Füßen noch hin? Ja doch, also von der Länge ist es auch super, ne? Oder? Von den Füßen hast du genug Platz. Ja, hier oben, guck mal, ich liege ja noch nicht mal. Normalerweise würde ich ja hier wahrscheinlich liegen. Ja, richtig gut. Ja. Also Platz ist, ne? Ja. Theoretisch könnte es natürlich ein bisschen breiter sein, aber das ist natürlich auch aufgrund der Fahrzeugbreiten immer so ein bisschen geschuldet. Hey, coole Idee. Gefällt mir. So, da komm mal raus da. Hier wird nicht rumgelegen. Nee, ich würde gerne mal zumachen. Warte mal. Ich will einfach mal zumachen, mal gucken. Du musst mal runter. Hier, nimm du mal. Ja. Ach, guck mal, jetzt haben wir es einmal zugemacht. Und in der Tat ist es auch schön ruhig hier. Hätte ich nicht gedacht. Also sehr angenehm. Und in der Tat, wie Susi gesagt hat, dadurch, dass hier überall nochmal so Fensterflächen sind, wirkt es gar nicht so, als wenn man hier in so einem kleinen, engen Raum gefangen ist, sondern man hat hier so ein bisschen ein geschütztes Verhältnis und trotzdem kann man noch rausgucken. Also sehr cool. Gefällt mir gut.
Also, die Matratze ist schon dünn, würde ich sagen. Also, das ist schon eine spannende Lösung, wobei man da mal schauen müsste, ob es dann wirklich das hält, was verspricht, ob es nicht zur Tropfsteinhöhle wird. Und vor allen Dingen, hier steht ja 1 bis 3 Personen, niemals. Also für 2 Personen ist das auf jeden Fall angedacht, für 3 Personen ist es halt einfach doch zu klein. Ne? Aber Schutz vor Nässe und Witterung, das glaube ich definitiv. Und ob das denn zur Tropfsteinhöhle wird, das müsste man sich mal angucken.